Hallo, liebe Freunde der grilltechnischen Unterhaltung. Heute mal was Schnelles am Grill. Und zwar wollen wir ausprobieren das Burrito-Set von Fuego. Dazu braucht man extra, steht hier unten drauf, 500 Gramm Fleisch. Wir haben Hähnchenfleisch genommen, klein geschnitten in Würfelchen. Salat, naja, wir haben ein bisschen was, mal sehen. Tomaten und Käse. Käse wieder den beliebten Cheddar genommen. Ja. Dann fangen wir jetzt erstmal an. Das Ganze wird auf dem Seitenbrenner, hier in dem Topf wird die Soße gekocht oder das, was man da immer auch drauf schmiert. Und nachher auf dem Grill, auf dem Pizzastein, machen wir die Tortillas. Wie wir das machen, das könnt ihr euch jetzt im Video angucken. So, was ist denn in dem Set überhaupt selber drin? Wir haben hier Gewürzmischung, die Soße und die Tortillafladen. In der Soße sind vermutlich auch Kidneybohnen mit drin und Zwiebeln wahrscheinlich und kleine Paprikastücke. Da bin ich mal gespannt, ob das alles in der Tüte hier drin ist. Wir werden es gleich sehen. Fangen wir mit der Soße an. Welche Reihenfolge muss man so machen? Das ist erst das Fleisch anbraten und dann die Soße zu dem Fleisch geben. So habe ich es gelesen. Und zuerst das Würzzeugs drauf. So, jetzt braten wir erstmal das Fleisch an. Ja. So, das Hähnchen ist angebraten. Jetzt sollen die 40 Gramm Gewürzmischung dazu. Kann man auch schön aus der Packung was lernen. Hier steht nämlich Kartoffelstärke ist bei der Gewürzmischung dazu. Also wenn das Gewürz schön am Fleisch kleben soll, muss man anscheinend Kartoffelstärke beitun. Muss mal ausprobieren. Ich mal so probieren. So, und jetzt die Soße. Und wie wir es bei unserer Tante Maggie gelernt haben, immer noch ein bisschen Wasser in die Soßentüte und dann ist auch alles mit drin. Ich denke, jetzt kann ich auch schon den Brenner selber auf klein stellen. Also haben wir da drin irgendwo Zewa. Ich habe mich voll eingesaut. Das war gerade zum Waschbecken vor mir. Ah, du hast eine Idee. So, jetzt kommen wir zu einem Tortillafladen auf einem Pizzastein. Beim letzten Mal, als wir es ausprobiert haben, waren die ziemlich schnell knochenhart. Also muss man da echt aufpassen, dass die weich bleiben. Das schneide ich jetzt eh. Man weiß es aber auch nicht, weil du hast ja auch die Brenner und den Pizzastein auf ganz klein gedreht. Ne? Wir werden es sehen. Vielleicht war das keine so eine gute Idee. Aber der hatte ja immer noch 150 Grad. Und da guck, siehst du, da geht schon die... Eine Minute. Reicht doch schon. Ja, der ist doch schön labbelig, der geht jetzt. Und hast du eigentlich den Kidneybohnen gefunden? Da geht der Bohnen, ja. Na, tatsächlich. Da sind so kleine Kidneybohnenstücke. Paprika
Zwiebelstückchen kann man auch sehen, sind aber ziemlich klein. So, dann probiere ich das Ganze mal. Ohne Spaß. Es schmeckt tatsächlich gut. Ja. Das kann man echt essen. In diesem Sinne, ich werde dem Lecker noch das Tortilla-Paket ausprobieren. Das habe ich direkt mitgeholt. Könnt ihr auf Abonnieren klicken. Dann könnt ihr das auch sehen. Das schmeckt gut, kann ich nur empfehlen für die paar Euro. Im Unterschied, wenn man die Gewürze und alles selber kauft. Ich empfehle mich. Bis dann. Tschö.